Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity Evolved. Mit dabei ist der Mann der Stunde, der Typ, der zigtausend Ärzte im RW-System hat. Er? Hallo? Du darfst doch nicht mehr, dass ich jetzt meinen Namen sagen werde. Der Toschefi. Hallo. Also ja, das mit diesen wundervollen Einleitungen, das üben wir nochmal, ne? Definitiv. Also. Ja. Ich zeig dir in der nächsten Folge mal, wie das richtig geht. Okay. Also, in der letzten Folge hatten wir ja mit Britannia angefangen. Ich habe jetzt auch den Fehler gefunden, mit dem Buch etc. Wir haben jetzt hier Wasser drinnen. Und ich glaube, ich muss Britannia im späteren Verlauf ein bisschen leiser machen. Also, Britannia leiser machen? Was? Jetzt mein Plan AFK. Ich merke das schon. Shift Click to Suicide. Ja, ich sehe kein Rezept, danke. Oh, Entschuldigung. Na, jedenfalls, für Daisy macht man hier mit Mystical White Petals für Stück ja. In den Petal Apothecary Ram. Und dann werde ich jetzt einfach mal vier Stück rein. So. Da muss man die reinschmeißen. Zack. Und jetzt sieht man hier, Moment, und hier diesen, okay, der Chat ist jetzt ein bisschen verhindert. Also hier sind jetzt auf jeden Fall die vier Petals, dann ein Pfeil mit einem Hackerl und die vier Daisy. Dann sieht man noch ein Plus mit einem Seed und wir brauchen jetzt also noch einen Seed, damit das Ganze hier zu einer Daisy wird. Und jetzt können wir nur hoffen, dass ich tatsächlich noch einen Seed in der Kiste habe. Seed. Ich habe keine Seed, okay. Das heißt, ich darf erstmal einen Seed suchen gehen. Warte mal, vielleicht habe ich noch welche. Ah, das wäre super, dann komme ich kurz vorbei. Seeds. Normales Weizen-Seeds? Ja, genau. Habe ich noch 8 Stück von. Ja, ich schau mal, ob ich noch mehr finde. Und wenn ihr euch wundert, was das hier ist, das sind konkret gechiselte Blöcke, aber Asphalt, Hardly Referred. Dadurch sind wir einfach schneller unterwegs. Ja, ich habe 8 Seeds. Ja, danke. Oder warte. Hier müssen doch noch irgendwo welche sein. Na? Okay, ich habe echt keine mehr, sorry. Kein Problem, also ich denke, 8 werden erstmal reichen. Danke, Frank, so. Und ja, also ich werde das natürlich nicht nur durchgehend Britannia machen, aber da ich das erste Mal ein Wortpack jetzt playe, beziehungsweise Together habe, werde ich jetzt, denke ich mal, 2 bis 3 Folgen so Britannia machen und je nachdem, wie die Folgen oben sind, könnt ihr entscheiden, welchen Mod ich machen soll. Aber ich denke, da werde ich noch in die Kommentare schreiben und vorschlagen, zwischen welchen ihr entscheiden dürft. Also schön Kommentare kommentieren. Genau. Und das. Wow, das war laut. Also damit haben wir eine Pure Daisy. Und Wasser geht natürlich weg, sehe ich gerade. Gut. Da kommt noch eine unendliche Wasserquelle dazu, aber damit hätten wir mal die Pure Daisy. Dann geht es jetzt weiter zum Wand of Forest, beziehungsweise wir brauchen dann das Holz davon, dazu muss ich hier schauen. Genau. Also man kann jetzt sagen, mal hier die Holzlocks so machen und Stone. Das Ganze wird dann zu Living Wood, beziehungsweise, Moment, wo sieht man das? Beim Runikatar genau. Also aus Holz wird Living Wood und aus Stone wird dann Living Rock. Sieht man zum Beispiel für den Runikatar braucht man Living Rock. Ich bin jetzt eben aber erstmal das Living Wood. Okay, das ist natürlich blöd. Ich werde Britannia doch außerhalb des Hauses machen. Da werde ich dann einfach hier so eine kleine Ecke hinzimmern, wo das Ganze hinkommt. Und dann wird es schon gehen. Machen wir dahin. Dann brauche ich Stone. Damit habe ich ja
mehr als genug und gibt also 5000. Also ist schon ein bisschen was. Dann ja, 9 Stück stellen wir her, dann Oakwood. Und also, ganz kurz mal zwischendurch, wenn sich meine Zuschauer gerade fragen, warum ich so gefühlt die Fresse halte. Oh. Ich halte gerade ein bisschen eher die Klappe, weil er hat heute seine erste Aufnahme und da würde ich ihn mal ein bisschen wieder reingewöhnen lassen. Ja, also, ich muss ja sagen, ich habe jetzt vor 2 Wochen das erste Video hochgeladen und ein großes tut mir leid dafür. Ich hätte eigentlich ein Info-Video rausgehaut, aber beim anderen PC das Video schneiden. Das würde noch halbwegs gehen, aber das Ganze dann noch zu rendern und das dann noch so, dass es wirklich eine Qualität hat, die sich anschauen lässt, war nicht möglich, aber dafür werde ich jetzt Vollgas geben. Ja, aber ich schau trotzdem, dass du ja noch ein angemessenes Tempo hast, ne? Wir wollen das Projekt nicht in 3 Folgen beenden. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall viel Zeit lassen. Gut. Kann ich jetzt... Aha. Stone at Bank of Wiki. Ja, gut. Also ihr seht jetzt, habt jetzt kurz gesehen, dass hier ein Partikel war. Das dauert jetzt einfach ein bisschen, bis das hier Living Rock und Living Wood bearbeitet. Okay, ich habe nichts gesagt, bearbeitet wurde. Jetzt haben wir hier Living Rock. Das Ganze wird jetzt auch mit dem Holz hier gemacht. Ich sag jetzt mal so, man braucht es nicht so machen. Man kann auch einfach Wettrix darum. Nur Stone oder Wood. Was aber sein muss, es muss genau so um die Blume stehen. Es darf kein Abschnitt dazwischen sein. Es darf keine 2 Abschnitte dazwischen sein. Oder irgendein anderer Block dazwischen sein. Oder eine Water Source darf auch nicht dazwischen sein. Weil Water Source würde es sowieso abbauen, also ja. Und dann schaue ich mal weiter, was wir noch machen können. Und natürlich sehe ich gerade Just Give It a Minute. Boah, so. Also es dauert ungefähr eine Minute. Ich werde jetzt einen Living Wood Twig herstellen. Den brauchen wir einfach für spätere Rezepte jetzt nicht. Honig Altar. Verzauberung. Genau, danke. Dann hier für einen Honig Altar. Und gerade hat das heute wieder gemacht. Also man braucht nochmal einen Pearl. Da habe ich tatsächlich schon ein paar, die haben wir im Munich Dungeon gefunden. Und jetzt muss ich mal kurz schauen, genau. Hier sind jetzt so die Rezepte, zum Beispiel Mana Steel, Mana Powder, Fishing Rod, Sugarcane und Bone Meal. Auf den Munich Altar, Rechtsklick dann aufgeben, kann man 2 Moon of Water herstellen. Und was noch benötigt wird, ist Mana. Das ist ganz wichtig. Ohne Mana kann es nicht funktionieren. Mana. Oh Mann. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich gewöhne mich noch dran. Und, also ihr könnt es schon sehen, es sind... Ich weiß es nicht, also es dürften 10 Runen oder so sein. Es sind auf jeden Fall einige. Und wie wir Mana herstellen, dafür brauchen wir. Drück doch bitte nicht E, drück leert Escape. Danke. Wir brauchen dafür einen Mana Pool. Dafür brauchen wir natürlich Living Rock. Und wieso kann ich hier. Ah, okay, und dann machen wir es mit dem Buchraum. Okay. Gut. Ja, also wir brauchen einen Mana Pool und dann brauchen wir noch, ich glaube, Mana Spieler brauchen wir, aber Satrin wird, ich glaube, dass wir dann daran benötigt haben. Ah, das Typ. Ja gut, dazu werde ich dann eh auch gleich dazu kommen. Was wir auf jeden Fall noch brauchen werden, ist... waren wir es denn? Das sind spezielle Pylone, nämlich diese hier, Mana Pylone. Das Mana Steel gemacht, Mana Steel kann ich auch gleich mal dazu. Auch hier Mana Infusion, so heißt das ganze Teil eigentlich. Ist der Mana Pool mit Mana, dann einfach mit Iron Nugget rein, bekommt man Mana Steel Ingots.
Wer natürlich genügend Mana vorhanden ist. Und ich glaube, dass ich einen Fehler mache mit wegen dem Holz. Moment, ich habe ja das Buch. Also ich meine ja, dass eigentlich jedes Holz dafür ging. Ich wollte jetzt davon das Rezept. Ja, weil er gibt es ja an Eichen. Oh. Er gibt natürlich an Eichenholz, aber Eichenlocks nicht weiter. Okay, das war der Fehler. Ich habe jetzt 8 Living Wachs. Kann jetzt natürlich auch versuchen, ob er mit diesen einen macht. Das wird wahrscheinlich eh auch funktionieren. Ja, also hier sieht man die Partikel. Es gibt auch, wenn man nur ein Item benutzt, Block setzt, nicht benutzt. Und ganz wichtig, ihr könnt nicht Blacks benutzen, sondern ihr braucht Locks. Da ich so viel Greatwoods habe, werde ich jetzt einfach mal davon ein Greatwood. Danke, Greatwood Stack verwenden. Weil ich habe so viel von dem Zeug. Ja. Ihr wollt lieber nicht wissen, wieso ich so viel davon habe. Ah, das ist geklaut, der Typ. Naja. Also, was ist das denn? Achso, okay, ja, das ist beim Sieg so. Also, dann den Malas Pool. Der wird gemacht aus 2, 4, 5 Blöcken Living Rocks. Jetzt hat er mir nochmal einen Living Rock gemacht, das ist gut. Dann mache ich nochmal so hin. Und auch eine Werkbank. Ich habe ja so viel Holz, da mache ich jetzt einfach mal eine neue. Ich nehme nur eine, die passt dahin. So. Dann werden wir jetzt einen Mana Pool machen, der ist einfach so anordnen. Mana Pool. Dann braucht man für den Mana Pool. Okay, er macht gerade das Holz, das ist super. Komm, einer noch. Also für den Mana Pool braucht man. Dayblumen brauchten wir, damit wir Mana erzeugen können. Und dann benötigten wir. Ich glaube, dass das der Mana-Spieler war, wo das Mana dann gesammelt wird, beziehungsweise auf den Altar geschossen wird. Und genannt. Und deswegen brauchen wir auch. So, aufsammeln, danke. Brauchen wir diesen. Moment, das war. Ja, spreche ich aus. Das war dieser. Warum hat dich? Gut, das Rezept wird mir jetzt irgendwie nicht. Da! Living Rock. Rock. Living Wood Twig. Oh. Minecraft. Danke. So. Bitte. So, also den brauchen wir und glaube, dass man. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren, wenn ich den. Aber stelle ich den aber jetzt am besten hin. Das soll ja nur für erste Zwecke sein. Wand of the Forest. Genau, wir brauchen Wand of the Forest, damit das Ganze funktionieren kann. Dafür. Legen wir den einfach so ins Crafting Grid. Passt den nur wieder falsch. Okay. Alles. Fast. Wir brauchen 3 davon. Okay. Gut. Dann einfach mal 3 hin. Und dann so. Wand of the Forest. So. Wie ihr es jetzt sehen könnt, steht hier Mana Pool. Unknown Status. Das heißt einfach, dass der Mana vorhanden. Kermana vorhanden ist. Beziehungsweise man kann jetzt einstellen, soll er Mana bekommen. Das heißt Shift linksklick, Shift rechtsklick, zeigt der Pfeil nach draußen, geht der Mana raus. Das heißt, wir brauchen drinnen. Pfeil nach rechts zum Mana Pool. Dann seht ihr noch hier diese Leiste. Gibt an, wenn sie blau ist, gibt sie an, okay, so und so viel Mana ist drinnen.
Und um das zu machen, brauchen wir jetzt erstmal die gelbe Delblues. Die machen wir aus ein bisschen Orange Petal, Natural Petal und zwei Yellow Petals in Petal Adversary. Welche wir übrigens auch noch hier aufstellen. Das Ganze jetzt noch nicht wirklich schön sein muss, ist ja nur für den Anfang so. Mach ich mal das hin. Und dann eine unendliche Wasserquelle. Brauchen wir definitiv für die ganzen Verzauberungen. Und dann muss ich nochmal zum Street Digger und ein bisschen Petals sammeln. Du kannst auch bei mir in der Gegend, hier sind noch so viele Blumen. Ah, super, dann komm ich kurz vorbei. Aha, das Sicker da drüben sind auch noch welche, die nehmen wir auch gleich mit. Ja, das ist ganz einfach, ihr nehmt das einfach so und legt es jetzt auf den Grid rein, zum Beispiel aus Physical Yellow Flower bei Yellow Petals. Und ja, also die Blumen lassen sich leicht züchten, einfach ein bisschen mit Bone Meal randalieren und dann habt ihr. Schon habt ihr da so viel Zeug davon. Ja. Ich mache jetzt aber mal den Magneten an, damit ich das Zeug auch aufsammle. Wie viel Garten das ist nicht. Ja. Und natürlich tut es ja auch, wenn ihr den Magneten anhabt. Eier sammeln von diesen verdammten Hühnern. Okay. So. Ich werde jetzt dann natürlich nicht jetzt wirklich viel machen, was jetzt so das Sammeln betrifft, das werde ich jetzt nicht wirklich on-cam machen, das werde ich euch dann einfach nur zeigen, okay, ich habe das Zeug gesammelt. Aber so für den Anfang werde ich es jetzt einfach mal mit zeigen, einfach damit ihr seht, okay, hier wird nichts gecheatet etc. Und... Der lügt. sollte mal wirklich was gecheatet sein, dann... habt ihr das einfach nicht gesehen? ich bin jetzt gerade am überlegen, was hab ich gebraucht? Achso. Ich würde aber mal sagen, das waren jetzt erstmal mehr als genug, was wir jetzt haben. Die werde ich jetzt noch kurz umwandeln. Und noch gesammelt. Das ist... Keine Ahnung, okay. Ah, ich denke mal, wir werden ausreichend, habe ich glaube, wir brauchen Orange. Ja, Orange. Gelb habe ich. Blau habe ich. Okay. Boah, glaubst du nicht? Ich komme gerade nicht mehr drauf, was ich gebraucht habe. Wofür? Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich wollte zwei Itemfilter austauschen, also mache ich, renne drauf zum. Hier zum Gedönse. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, finde ich auch. Ja, die Schwarzen nehme ich jetzt auch noch mit. Ich bin aber wirklich überfragt, ob ich Orangen herstellen kann. Die Orangen herstellen kann. Ach, Sora, dein Gehirn. AFK. Welches Gehirn? Gute Frage, welches Gehirn eigentlich? Schreib's in die Kommentare, welches Gehirn meint ihr? Genau. Ja, man kann natürlich auch die Blumen Light Blue Petals auch über bisschen Light Blue Flower Seeds und herstellen. Phytogenic Insulator, aber ja. Wir brauchen eine Light Blue Flower. Ach, da hinten sind sie ja. Sehr gut. Die werde ich jetzt natürlich auch noch mitnehmen, weil das sind die Braunen. Haben wir dann eher von wieder. Ja, Light Blue, genau. Nein, Bomben. Okay. Ja, natürlich. Das ist jetzt. Ja, oh ja, das sind ja die Blauen. Gut. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man züchtet das Zeug. Ja,
könnte ein bisschen dauern, aber wenn wir jetzt erstmal ein bisschen eingearbeitet haben, haben wir, ja, ich würde mal sagen, so viel Zeug davon. Da gibt es, glaube ich, eh eine Möglichkeit, die man vielleicht eigentlich mal zeigen. Aber über Zidelzian. Ah, okay. Es gibt eigentlich eine Möglichkeit, wie man die Pflanzen herstellen kann, außer bauen will, aber dürfte wohl in diesem Modpack nicht vorhanden sein oder es ist ausgeschaltet, keine Ahnung. Hast du gerade wirklich gesagt, in diesem Modpackchen? Nee. Da wäre ich froh für dich. Hättest du wirklich gesagt, in diesem Modpackchen hättest du dir sofort eingefangen. Okay. Dann hätte ich sofort hier den, sammel schnell den Hard Mode angemacht, den Expertenmodus. Oh weh. Stimmt. Ja, also es gibt ja hier in dem Modpack zwei Versionen. Der wahrscheinlich eh, aber den Hard Mode und den Normal Mode. Wir spielen auf Normal. Werden aber irgendwann in zig Folgen mal eventuell wirklich auf den Hard Mode wechseln. Ah, ich glaube, das eventuell kannst du weglassen. Ja, also wir werden dann definitiv auf den Hardmode überwechseln. Aber das könnte noch ein bisschen dauern, weil wir brauchen dann wirklich sehr gutes Rüstzeug. Was laber ich eigentlich? Sehr gute Waffen und Rüstung. Und ja. Was? Du hast dir den noch nicht angeschaut, ne? Noch nicht. Ich merke das. Du brauchst nämlich da keine Rüstung oder so, du brauchst einfach einen verdammt guten Vorrat an Ressourcen. Und zwar nicht nur von einem Mod, von allen Mods. Ah. Weil, wenn ich das ganz kurz erklären dürfte. Natürlich. Der Expertenmodus fügt Rezepte hinzu für die Creative Energy Cell, den Creative Tank und so weiter. Und das Krasse daran ist einfach, die brauchen Materialien aus allen Mods. Also die Creative Energy Cell ist aus Thermal Expansion, braucht aber Ressourcen von Steve's Cards, Botania Blood Magic, Draconic Evolution, Ender.io, also von zig Mods. Und wir sind bei 22 Minuten. Dann würde ich sagen, meine Freunde, haut rein und wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall über den lieben Josh vorbei. Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich werde es versuchen, in mein Outro reinzuschreiben, also auf jeden Fall auch danach schon. Und Kritik in die Kommentare bei uns beiden, Daumen nach oben, das wäre ein Träumchen. Haut rein und bis dann. Tschüss.